What will I become? Scheiße, wir brauchen schon einen Pfeil. Yay. Miguel! So. Das gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, ist Miguel? Ein Buch? Wo bist du? Oh nein. Das ist verstiefen? Miguel? Miguel? Auwe. Tja, ich hab Blut verloren. Es schaut so aus, als ob der Eye-Tracker die Objekte nicht markiert. Außer... Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Alles klar. Das heißt, er tötet unseren Kollegen da. Ja gut. Und was ich vorhin sagen wollte, außer das ist eben nicht so ein Gegenstand, das was wir gerade verbessert haben in der Skillline, dass er eben vom Eye-Tracker markiert wird. Ah ja. Und wir sind eine Frau. Eine Frau und. Miguel! Ich kommt dieser Sisimite nicht. Es ist nicht wenig Blut. Wait. Aua, oh, eine Dschungelkatze. Hallo? Oha. Da musst du mal tief durchatmen, ne? Hinter uns ist halt noch einer. Oh mein Gott. Not bad. Hey, wir haben nur noch einen Pfeil. Ah, jetzt darf ich weitermachen. Das ist ein Diago, aber denk mir. Kann ich das Ohr schießen? Nein, es war fein. Diago. Hier muss ich vorsichtig sein. Das kann man nicht einsammeln. Nur Ohr schießen. Ja moin, nicht nur ein Pfeil. Okay.
Willst du den umbringen? Ich muss da kurz einmal die Steuerung durchschauen. Also man kann sicher angreifen mit dem Gameplay. So, Nahkampf ist anscheinend F. Jetzt geht er über herstellen. C. Nice. Herstellen geht nur noch. Wenn wir keinen Fall haben. Was? Ah. Wir hätten so viele herstellen schon können. Oh weh, oh weh, oh weh. Die schluckt zu, ey. Und wieder herstellen. Zäh. Jai. Zäh mir das Herz in den Tief. Ja. Jetzt kommt noch einer. Yay! Ade, ade, ade! Oh! Moment! Aue, aue! Ins Ohr waschen! Das tut dem eigenen weh! Jo, aber das sind noch ein zweiter! Hallo! Genug Beute für heute. Den Kollegen. Das war unerwartet. F1. Jetzt haben wir 2 Fähigkeitspunkte. Hey! Das sind viele Sachen. Ja, warum ist alles voller Pfeile? Wir hätten nicht schon die ganze Zeit herstellen können, eben nur gedacht. Wir haben die Zutaten, nein, aber das waren die Zutaten für die anderen Pfeile, für die Feuerpfeile, schätze ich mal. Dann nehmen wir mal alles mit, wenn das so früh ist. Da oben hat nur Vogel gleich zur Folge, ja. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Ah.
Tagebuch 3. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je, aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Sternen ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Ja, Moskitonetze sind nie schlecht. Hier waren wir schon mal Urlaub in Vietnam, actually. Und da haben wir erst am zweiten Abend gecheckt, wo die Moskitonetze sind. Also, wir haben am ersten Tag vielleicht erstaunt werden. Oh hey, das war es doch schon nein. So. Like. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Tja, denen geht's nicht so gut im Dschungel wie mir. Anscheinend. Haben wir da was vergessen vor? Ja. Warte mal, das ist der richtige Weg. Wo ist das denn? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das war jetzt gerade der fünfte Eindruck, wir haben den vierten ja noch gar nicht, oder? Schauen wir mal. Das Wasser ist in der Spur echt gut gemacht worden. Da ist nix. Und dann. Da fällt uns unsere schöne, tolle Axt. Kletteraxt, ich würde sie eher Spitzhacke Nase sagen. Ja gut. Picke, würden die meisten sagen. Ah, das Flugzeug! Weg. Jonah, ja. Bist du da? Rabu? So, hallo Jaguar, noch Spaß. Die Picke. Oder ist es die Kletteraxt? Die hat man ja früher schon mal gebraucht. Er ist da. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat es nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal hier. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich.
Das ging aber schnell vor. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Wow. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Romantisch. Jetzt so Klebeband drüber. Danke. Alkohol drüber schütten? Egal. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Da ist Switch wieder. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie denn jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Okay. Also das mit Fewed Charaktere, oder wie das heißt, funktioniert, kommt mir vor, weil jedes Mal, wenn ich ihn ins Gesicht schaue, dann... So, da war nichts. Ah doch, das muss ich auch. Dann schaut er zu mir. Beziehungsweise zu Lara. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? Nein, genug. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Upgrades herstellen. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Ja, die Jaguare. Also...
Ah, das können wir mal vorauswählen. Eine robuste Bergsteig. Ja, Axt und das ist ziemlich sehr optimiert zum Klettern kämpfen. Kräfte Angst. Okay, das ist auch nur. Skin, I guess. Da hätten wir Booker Huxbow. Da hätten wir einen Schlangenbiss. Aber. Wieso haben wir schon so viele verschiedene Bögen? Aber die machen alle unterschiedlich viel Damage. Der hat alles in der Mitte. Der hat wenig Feuerrate, wenig Hals, mehr Zielgeschwindigkeit. Bei Gerüsteten macht er mehr Damage. Der ist in Armen besser. Der auch gut. Der hat nur weniger Haltezeit. Aber der macht Flammen und macht mehr Flammenschaden. Und der. Der ist gegen Tiere gut. Was im Moment eh relativ cool wäre, aber ich werde mal den ausrüsten. Aber der hat gar kein Upgrade. Die anderen hätten ein Upgrade. Dann nehmen wir mal kurz den und schauen wir mal, was wir da machen könnten. Können wir einerseits verstärkt. Ja, das ist gut. Ist auch gut. Ah, da gibt's noch mehr Sachen. Das ist ja alles gut. Ja, dann machen wir mal. Ah, dann können wir das nächste dann auch gleich machen. Machen wir mal vor jedem ein bisschen. Ja, moin. Ich glaube, das ist der beste Bogen, was wir lange haben werden. Das schaut mal raumfrei. Bei Waffen-Upgrade Stufe 4. Ah, bis 1 zu 3 geht, bis 4 noch nicht. Ja, gut. Die anderen Bögen werden jetzt mal nicht upgraden, aber wenn man den jetzt vergleicht mit den anderen, ist er bis auf die Haltezeit der beste. Und die Zielgeschwindigkeit, Feuerrate und Schauen ist ziemlich nice. Ja, fein. Dann hätten wir mal eben da fertig, oder? Ah, es hätte noch mehr am Bogen geben. Eher moin. Das silberne Schlag. Jetzt war sie die Grundstats von der nicht mehr, aber wenn wir jetzt da kurz den normalen Bogen auswählen. Der wäre im Arm besser gewesen. Was kann der? Du Schlang. Ja moin. Der wäre cool gewesen. Der hat aber auch keine Upgrades. Deshalb. Ist bis auf die Haltezeit. Na, warte mal. Ja, bis auf die Haltezeit ist meiner eh besser. Ja, gut. Dann haben wir nicht so schlecht gemacht. Gespannt. Dann, warum ist Pinks noch immer? Muss man da jeden einmal anklicken? Dann klicken wir. Irgendwie. Okay, das Rufzeichen und weg. Ja, gut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt jedes Ding durch. Noch immer nicht durch. Ja, dann ist mir das jetzt egal. Ah, da oben. Ah, jetzt habe ich gerade noch was gesehen. Da kann man noch Outfits. Ja, und Ausrüstung. Wir haben einmal ein Seil und einmal ein Abseildraht. Beine. Die bringen sogar Vorteile. Das kostet aber was. Die Sachen da oben bringen auch so. Okay. Natürliche Ressourcen gewährt und zusätzliche Pflanzen und Mineralien herstellen sie aus jeder Quelle. Herstellen, ja.
Ja, nice. Das sind die Stiefel mit Federn, die Sachen. Okay, das ist zwar jetzt nicht so sick, aber ja. Wir hätten eine Armor Bonus EP. Munitionsmenge, die es hergestellt wird. Besonders redet sich im Kampf aus. Schneller, gewährst du sie Haut und von Tieren. Das ist gut. Ich kann ja jedes Mal anklicken. Yay, da schauen wir aus, hey. Forscher. Ja. Abenteuer ist nichts. Das ist die alte. Nichts. Als ob man so. Okay, cool. Das muss ich kurz ausprobieren. Hey, wie traurig ist denn das? Es ist sau witzig. Und die Proportionen passen dann ziemlich fett. Aber wenn das keine. Das machen wir gleich. Wenn das keine zusätzlichen Vorteile bringt, das ist eigentlich voll dumm, wenn man das nimmt. Ja, wahrscheinlich. Ich. Okay, das hat Frühes. Legen von Tieren. Verziehen hält länger. Okay, wir brauchen zwar die Fähigkeit. Aber wenn man die Fähigkeit jetzt. Ah, der schaut aber sick aus, aber. Hey, wie viele Sachen haben wir denn? Ja. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Die Gas. Das sind alles so lässig. Nicht schlecht. Drachenschuppen. So wie man es vorstellt. Auch nicht schlecht. Ja. So, die letzten zwei. Ah, das. Schuppen der Schlange. Leer. Grundsätzlich würde ich mal kurz den. Der passt zu unserer. Zu unserem Bogen, ist es der gleiche. Und wir kriegen da Zeitverlangsamung. Klingt ziemlich cool. Würde ich mal schauen, ob wir die Fähigkeit haben. So, ich habe die Fähigkeit nicht angefunden. Vielleicht ist es so eine versteckte. Aber zur Zeit werden wir mal da nehmen, dass wir Kopftreffer Zielunterstützung haben. Und dass wir länger auflauen können. Unseren Schuss. Der ist ziemlich nice. Aber ich werde jetzt noch ein anderes Outfit nehmen, weil das bringt uns dann eigentlich nicht so viel. So, wir nehmen das Gewand des Booker Hook. Da haben wir eben mehr Gesundheit direkt bei Kampfpausen und dass wir mehr Haut von Tieren haben, weil da brauchen wir eben keine Fähigkeiten und schaut ziemlich cool aus, ich kann die Lara eh mal drehen. Und für heute war es aber, also ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!